Fehler A4 an Junkers Term. Ich zeige mal hier die Problematik. Und zwar A hat was mit Abgas zu tun. Und ich erkläre es jetzt an diesem Beispiel hier. Wir haben hier den Brenner. Hier erzeugen wir die Flammen, also die Abgase. Und die Abgase müssen hier durch diesen Wärmetauscher durch. Und dann hier oberhalb dieses Wärmetauschers ist die Strömungssicherung. Und wenn man hier reinschaut, ist die nicht durchgängig, sondern hier gibt es so eine kleine Prellblech, da müssen die Abgase hier vorbei und werden dann hier oben in diesen Kasten, das sieht man hier auch anhand der Nietungen, hier abgeführt und gehen dann in den Schornstein. In diesem Fall hier, meistens im Sommer, drücken die Abgase in den Schornstein rein, nicht die Abgase, die Wärme von der Sonne. Das heißt, die Abgase schaffen es gar nicht, hier rauszukommen und strömen dann hier wieder vorbei, also hier an der Seite, oder besser gesagt, hier ist ein Fühler, der im Abgasweg hängt. Das heißt, wenn hier die Abgase rauskommen, dann führt dieser Fühler das und nach einer gewissen Anlaufzeit schaltet die Therme dann auf A4. Das ist zu ihrer Sicherheit, damit sie nicht ums Leben kommen, weil wenn die Abgase hier in den Aufstellraum reingehen, man badet hier gerade drin oder so oder wäscht sich die Hände oder was weiß ich, dann kann es natürlich zum Tode führen. Damit das nicht passiert, schaltet die Therme aus. Also gerade meistens im Sommer passiert das, dass die Therme auf A4 geht und das ist eigentlich unbedenklich. Wenn es dauerhaft sein sollte, dann könnte es auch sein, dass irgendwie ein Vogel oder so ein Nest oben auf den Schornstein gemacht hat, wo er sich dachte, Mensch, hier ist schön warm und vielleicht lebt er auch schon gar nicht mehr, das weiß man alles nicht. Dann könnte es natürlich auch sein, dass der Schornstein verstopft ist.